Ich wollte ja damals auch schon mit Künstlern arbeiten. Und Max Ernst wäre natürlich ein Traum gewesen, mit ihm was zu machen. Das ging nicht. Und dann habe ich einen Künstler gewonnen, einen sehr guten, Rudolf Peer. Und der kannte sich aus mit Abgüssen von Originalen. Und dann haben wir über 20 Abgüsse im Beton, in den Wänden, im Sichtbeton gemacht von Zeugnissen aus der Römerzeit, aus dem Neolithikum teilweise. Und die haben wir dann eins zu eins abgegossen. Das ist das einzige Zeugnis, was man hat, dass die Schlacht im Teutoburger Wald stattgefunden hat. Eine Idee hat immer etwas Lebendiges. Und das Wesen von Leben, von dem Lebendigen, das ist das Leben erzeugt. Das ist das Wesen von Leben. Nicht? Leben erzeugt. Und bezogen auf die Idee, ist dann wirklich eine Idee. Und nicht nur Architektenfurz, wenn sie weitere Ideen erzeugt und animiert andere, dass ihnen was einfällt und dass sich das entfaltet. Das mache ich jeden Morgen, und zwar das hier, dass ich den so durchschneide. Und dann gucke ich mir die beiden Fünfecke an. Ziemlich lange. Und das ist sozusagen meine Einstimmung in den Tag. Ist das nicht eine wunderbare? Das sind zwei Menschen, nicht? Kopf, zwei Arme, zwei Beine. Das ist der Mensch, das Fünfeck. Und dann hat es noch die Bedeutung von, also für mich, Himmel und Erde. Das sind die, Himmel und Erde sind die beiden Angeln, in denen der Mensch hängt. Nach dem Wettbewerbsgewinn für das Domrhein-Projekt, spektakulärer Wettbewerb, international, Ideenwettbewerb, Städtebau vor allem. Der war vor allem angesetzt von der Stadt, um zu klären, ob man da überhaupt so ein großes Projekt bauen kann. Das heißt, wir haben in 10 Tagen diesen Entwurf durchgezogen mit einem unglaublichen Schwung. Und diese Idee hat uns beschwingt. Ich sagte, das schaffen wir, das kriegen wir hin. Und jetzt muss ich doch meine Mutter mal zitieren. Die hatte einen Lieblingsspruch, der hieß, es gibt Dinge im Leben, Junge, die kannst du nur im Schwung erledigen. Eines Moment von vielen in einem Museum ist ja die Bewegung. Der sich bewegende Zuschauer, der nimmt ja in der Bewegung wahr. Und Bewegung ist überhaupt das Schlüsselwort hier für das Ganze. Und was wir da sehen, sind, je nachdem wo man steht, nur Beine und Füße. Das heißt also, das Element der Bewegung, wie eine Art architektonische Performance, nenne ich das mal. Das sind immer grundsätzliche Sachen, die für jeden von uns eben doch wichtig sind, dass man sich immer gut orientieren kann. Ein Mensch fühlt sich nur wohl, wenn er irgendwie das Gefühl hat, wo bin ich hier? Nicht? Und deswegen auch immer kurz nur, aha, das ist der Dom, der Rhein, da sind genau. Die Leute gehen, das ist die Altstadt. Und dann ist man mit sich wieder im Reinen und im Gleichgewicht, wenn das so passiert. Ja, das ist eben der Hauptweg. Nämlich, es gibt auch ein Bild im Museum von Paul Klee. Hauptweg und Nebenwege. Nicht? Und das ist hier eben gebaut. Nicht? Auch Hauptplatz, Nebenplatz. Man sieht, aha, das heute nicht da, nächstes Mal rein. Hier auch. Und da habe ich erlebt, dass so junge Pärchen einer den anderen, Mensch, boah, geil! Und weil mehr will man doch nicht, ne? Das sind ja keine Halbkreise, sondern eben, was die Kreuzritter damals aus Jerusalem mitgebracht hatten, dann denkt immer, die Gotik wäre eine deutsche Erfindung, ist gar nicht. Das ist von den Kreuzrittern vom Islam mitgebracht. Da sind nämlich die Formen. Und das ist Gotik. Stufen ist ein wie in der Musik, ein Thema, was also hundertfach, tausendfach von uns variiert worden ist an dem Gebäude, immer die Stufen. Das hat historisch seinen Ursprung, weil hier ganz früher war hier der sogenannte Königspilgerweg. Das heißt, die Pilger kamen vom Rhein, sind da hoch, natürlich über Stufen. Und der israelische Bildhauer Dani Karavan, der mit uns dann den ganzen Platz über der Philharmonie gestaltet hat, als Gesamtkunstwerk. Der hat dem dann den Namen Ma'alot gegeben. Und das ist Hebräisch und heißt Stufen, unter anderem. Das ist hier die Rosette
Hier direkt unter diesem Mittelpunkt steht der Dirigent und darüber ist die fast im gleichen Durchmesser diese kleine Bühne aus Naturstein und Stahl und Eisen von Danny Caravan. Also es ist, ich sage immer, das sind zwei Seiten einer Münze. Und oben ist der Künstler Danny Caravan und unten eben der Künstler Barna von Sartori, der die Idee für diese Rosette hat.